Wir wollen heute über einen Vorfall reden, der Deutschland erschütterte. Ein Vorfall, der in die Geschichte einging als der wohl mysteriöseste Vermisstenfall, den es jemals gab, und eben ein Vorfall, der bis heute nicht aufgeklärt werden konnte. Es geht heute um den vermissten Fall von Rebecca Reusch, ein junges 15-jähriges Mädchen, das vor 3 Jahren verschwunden ist. Und wir wollen eben jetzt nach 3 Jahren mal gucken, was genau ist damals passiert und gibt es heutzutage irgendwelche Ergebnisse oder irgendeine Lösung. Damit wir allerdings verstehen, was hier passiert ist, müssen wir erstmal gucken, was genau der Vorfall war. Zunächst einmal, wer ist Rebecca Reusch? Rebecca Reusch ist ein ganz normales, junges, 15-jähriges Mädchen aus Berlin gewesen zum Zeitpunkt ihres Verschwindens. Nichts war irgendwie ungewöhnlich, sie führte ein normales Leben. Doch dieses normale Leben sollte sich dann am 17. Februar 2019 ändern, beziehungsweise am 17. und 18. Februar. Denn ihr müsst wissen, am 17. Februar übernachtete Rebecca Reusch bei ihrer großen Schwester Jessica. Zwischen Jessica und Rebecca lag ein recht großer Altersunterschied, weswegen eben Rebecca Reusch mit 15 noch bei ihren Eltern lebte und ihre Schwester bereits ausgezogen war, einen Mann hatte und ein Kind hatte. Und damit die beiden Schwestern eben Kontakt hatten und weil sie sich mochten, übernachtete Rebecca nach Aussage der Schwester einmal im Monat bei ihr. Und wie die Schwester sagte, war das Treffen bzw. die Feier ganz normal gewesen. Sie spielte mit Rebecca zusammen Sims, sie bestellten Pizza und dann ungefähr zwischen 23.30 Uhr und 0 Uhr ging Rebecca Reusch ins Bett. Dies war das allerletzte Mal, dass sie von irgendjemanden angeblich lebend gesehen wurde. Bisher jedenfalls. Auf jeden Fall kam es nun dazu, dass sie also um 23.30 Uhr oder 0 Uhr ins Bett ging und sich schlafen legte, weil sie am nächsten Tag Schule hatte. Sie wollte eben schlafen, bis ihr Wecker klingelte und dann direkt von eben dieser Wohnung in Berlin losziehen zur Schule. Dann als nächstes ging eben auch Jessica ganz normal ins Bett und um 5.45 Uhr ungefähr kam ihr Mann Florian nach Hause. Der Schwager von Rebecca kam gut angetrunken von einer nachgeholten Weihnachtsfeier zurück nach Hause und legte sich nach eigenen Angaben schlafen. Er sagte, er schlief tief und fest eine lange Zeit. Nun um 6 Uhr ungefähr stand Jessica auf und verließ zusammen um 7 mit der Tochter die Wohnung. Das heißt, Rebecca und Florian waren die letzten, die in der Wohnung übrig blieben. Jessica sagte aus, dass sie an diesem Morgen nicht noch einmal nach Rebecca geguckt hatte, sondern nur mit der Tochter ganz normal die Wohnung verließ. Und ab jetzt haben wir keine klaren Aussagen mehr, was hier passiert ist. Ab jetzt beginnt der mysteriöse Part. Denn die Polizei war in der Lage, anhand von Zeugenaussagen und anhand von Routerbewegung, sprich von Internetzugriffen, eine gewisse Konstruktion des Herganges zu machen, was danach passierte, in dem Zeitpunkt, wo scheinbar niemand wirklich direkt mit Rebecca interagierte. So heißt es, dass zum Beispiel die Freundin gesagt hatte, dass sie an dem Morgen zwischen irgendwann ab 7 Uhr ein Snap von Rebecca gekriegt hatte, wo eben Rebecca drauf zu sehen war, in ihren ganz normalen Klamotten, zum Beispiel in einem Pullover von der K-Pop-Band BTS. Auf jeden Fall, die sagte aus, sie hat also diesen Snap von Rebecca gekriegt, wo mit Rebecca alles noch in Ordnung war. Die Polizei konnte natürlich nicht genau sagen, wann dieses Bild verschickt wurde, und da man nachweisen konnte, dass Rebecca Reusch ungefähr von 7 Uhr bis 7.46 Uhr im Internet gewesen ist, beziehungsweise den Browser benutzt hatte, ging sie davon aus, dass irgendwann in dieser Zeitspanne dieser Snap versendet wurde. Als nächstes kam es dann dazu, dass um 7.15 Uhr die Mutter von Rebecca versuchte, sie anzurufen. Als sie aber versuchte, ihre Tochter anzurufen, ging die Mailbox ran, was so wirkte, als wäre zum Beispiel das Handy ausgeschaltet. Wenig später versuchte die Mutter dann erneut einmal anzurufen, doch wieder einmal kam sie nicht durch und ging nur an die Mailbox. Das bedeutete, sie konnte also Rebecca nicht erreichen und rief deswegen statt Rebecca Florian an. Als sie dann Florian anrief, heißt es, dass er direkt ihren Anruf weggeklickt hatte. Das heißt, als sie ihn anrief, war sofort aufgelegt worden. Doch wenig später rief Florian die Mutter eben zurück. Da ging die Mutter nicht ran und als beide es dann eben schafften, sich abzupassen, telefonierten sie miteinander und Florian sagte eben nur, dass Rebecca scheinbar die Wohnung verlassen hatte und dass er eben geschlafen hat. Sprich, er sagte aus, dass er nicht mitgekriegt habe, was Rebecca gemacht hat und wie sie die Wohnung verlassen hat.
An dieser Aussage von Florian gibt es jedoch einige Zweifel, denn wie gesagt, die Polizei konnte die Routerdaten auslesen und die Polizei konnte eben auch auslesen, dass Florian im Internet gewesen ist. Mit anderen Worten, er war nicht schlafen gewesen, sondern hatte scheinbar im Internet gesurft. Die Seiten, die er besucht hat oder was er im Internet gemacht hat, war aber scheinbar nicht relevant für den Fall. Das heißt, wer jetzt erstmal denkt, oh, er war wach und war im Internet, es gab jetzt nicht Suchanfragen wie, wo verstecke ich einen Körper oder so. Es gab nur eben den Hinweis, er war im Internet, er war höchstwahrscheinlich wach gewesen und hat nicht geschlafen. Allerdings war er eben auch alkoholisiert gewesen. Es könnte also sein, dass er auch einfach nicht genau wusste, was war. Wie gesagt, die Polizei tappt da noch ein bisschen im Dunkeln, doch schon ab diesem Zeitpunkt hatte sie, und das ist bis heute der Fall, Florian als Haupttatverdächtigen im Visier. Er war die letzte Person, die irgendwie noch vielleicht Kontakt mit Rebecca zumindest in der Wohnung hatte. Denn ihr müsst wissen, als die Wohnung auf den Kopf gestellt wurde, fand man heraus, dass tatsächlich einige Kleidungsstücke von Rebecca fehlten. Und zwar genau die Kleidungsstücke, die die Freundin beschrieben hatte, die sie im Snap sehen konnte. Dies legt erstmal nahe, dass vielleicht Rebecca eben tatsächlich diese Sachen anhatte, diese Snap-Sache also tatsächlich stimmte und sie eben mit diesen Klamotten vielleicht gegangen ist. Was auch fehlte und was seltsam war, war eine lilane Decke des Haushaltes ihrer Schwester. Das heißt, eine lilane Decke ist zusammen mit Rebecca an diesem Tag verschwunden. Und das war, was man von Rebecca weiß. Denn danach kam Rebecca Reusch nicht zum Unterricht. In der Schule fehlte sie unentschuldigt, die Mutter erfuhr dies, und als sie eben auch nachmittags immer noch in der Schule fehlte, kam es dazu, dass man sich entschied, jetzt eine Vermisstenanzeige zu schreiben, weil sie eben auch unter keinen Umständen erreichbar war. Die Mutter schickte an Rebecca noch eine WhatsApp-Nachricht, die auch ankam, aber die nicht mehr gelesen wurde. Das bedeutet also, ungefähr könnte man sagen, ab 7.46 Uhr, wo eben kein Internetverlauf mehr zu finden ist, ist Rebecca Reusch plötzlich spurlos verschwunden. Die Frage ist, was ist mit ihr passiert und wie kann sie auf einmal spurlos verschwinden? Die erste Vermutung, und die Vermutung, die eben bis heute immer noch bei vielen als erstes in den Sinn kommt, ist eben Florian, ihr Schwager gewesen. Denn, wie gesagt, Florian war die letzte Person, die mit ihr in der Wohnung war. Florian hatte eine Falschaussage getätigt, dass er angeblich geschlafen hatte, während er eindeutig wach war. Und gleichermaßen hatte man bei Florian etwas anderes Seltsames entdeckt. Und zwar hatte man eben entdeckt, dass er mit seinem Auto scheinbar immer mal wieder Richtung polnische Grenze gefahren ist. Der Vater von Rebecca sagte allerdings in einem Interview zum RTL aus, dass eben man das Ganze ignorieren soll, weil es mit was anderem zusammenhängt und nicht mit dem Fall um Rebecca, er aber nicht sagen dürfte, was es ist. Sprich, der Vater von Rebecca nahm den Schwager in Schutz und sagte eben, dass das nichts mit Rebecca zu tun haben könnte, er aber trotzdem nicht sagen darf, was es oder womit es zu tun hatte. Dies hat die Theorie aufkommen lassen, die bis heute unbestätigt ist, dass vielleicht der Schwager von Rebecca in irgendwelche illegalen Geschäfte an der polnischen Grenze beteiligt ist. Manche Leute vermuten Drogenhandel oder kleinkriminelle Sachen, aber das weiß man nicht. Aber man vermutet halt, dass es sowas sein könnte, weswegen der Vater nicht sagen durfte, was es war. Aber man kann davon ausgehen, dass die Polizei darüber definitiv informiert wurde, weil die das auch interessiert hätte. Das bedeutet also, wegen diesen Umständen und eben weil er die letzte Person in ihrer Nähe war, ging die Polizei fest davon aus, dass er es vielleicht getan hat. So gab es zum Beispiel die Aussage der Polizei, dass sie fest davon ausgehen, dass Rebecca die Wohnung niemals lebend verlassen hatte. Bestimmte Beweise dafür gab es allerdings nicht. Doch es gibt eben auch Aussagen darüber von anderen Leuten, die behaupteten, sie hätten Rebecca noch gesehen, eben außerhalb des Hauses. So sagte eine Frau aus, dass sie eine junge Dame gesehen hat, eben Rebecca, mit einer lilanen Decke, die lilane Decke, die aus dem Haushalt fehlte. Allerdings war ihr aufgefallen, dass diese junge Frau eben sehr mürrisch aussah und es hatte sie gewundert, dass sie eine Decke dabei hatte, weil der Boden nass geregnet war und eben das nicht das Wetter für zum Beispiel ein Picknick wäre. Allerdings konnten Wetterdaten darlegen, dass es eben überhaupt nicht geregnet hatte und der Boden nicht nass sein dürfte. Die Aussage der Frau scheint also irgendwie falsch zu sein. Wiederum andere Personen sagten, dass sie Rebecca Reusch gesehen haben wollen, wie sie an einer Haltestelle auf dem Bus wartete und später sogar im Bus war. Überwachungskameraaufnahmen zeigten aber, dass dies nicht sein konnte, beziehungsweise sie konnten diese Aussagen nicht bestätigen.
Des Weiteren kam dazu, dass eben eine Person meldete, sie hätte den Wagen von Florian oder einen Wagen wie den von Florian in einem Waldstück nahe der A12 gesehen. Und auch zwei andere Leute, die in diesem Wald waren, bestätigten sie, dass sie einen seltsamen Mann gesehen hatten. Die Polizei vermutete daraufhin also, wenn Florian schuldig war, dass er Rebecca mitgenommen hatte und irgendwo in dem Waldstück verscharrt hat. Man suchte dann mit Leichenspürhunden und einem großen Trupp nach Rebecca, doch konnte nichts finden. Auch weitere Suchen, die durchgeführt wurden bei Seen oder anderen Waldstücken, waren jedes einzelne Mal erfolglos geblieben. Diese Aussagen könnten also tatsächlich stimmen, da zwei unterschiedliche Leute dies sagten, ist es wahrscheinlich, dass so ein Auto da war, doch man weiß eben nicht, wer es gewesen ist, man weiß nicht, wer die Person war, die ausgestiegen war, weil es eben keine Aussagen über das Kennzeichen zum Beispiel gab. Es gab noch eine andere Theorie, wer verdächtig sein könnte, und zwar eine Internetbekanntschaft von Rebecca Reusch, mit der sie sich angeblich am Tag ihres Verschwindens getroffen haben könnte. Diese Person rückte eben in den Fokus der Ermittler, weil zum Verschwinden hatte diese Person alle Internetprofile gelöscht. Es wirkte so, als hätte die Person Angst bekommen oder hätte sie was Schlimmes gemacht und hat deswegen alle verschiedensten Profile gelöscht, aber eine Durchsuchung oder eine Untersuchung der Polizei schien nichts ergeben zu haben, weswegen dieser Verdacht fallen gelassen wurde. Doch die Frage ist, all die Dinge, die ich gerade gesagt habe, was weiß man heute? Was weiß man, was mit Rebecca Reusch passiert ist? Gibt es irgendwelche Informationen? Und das ist eben der Fakt an der ganzen Sache, der so schockierend ist. 3 Jahre ist die ganze Situation her und bis heute weiß man nicht, was mit Rebecca passierte. Man hat bis heute nicht ihren Körper gefunden, die Familie geht immer noch fest davon aus, dass Rebecca lebt. Und man muss sagen, die einzige tatverdächtige Person, die Polizei derzeit vermutet, ist eben weiterhin der Schwager. Die Familie von Rebecca nimmt den Schwager allerdings in Schutz und ist sich sicher, dass es eben nichts mit dem Schwager zu tun haben kann. Das heißt, die Familie vertraut komplett, dass der Schwager daran nicht schuld ist und handfeste Beweise gegen ihn gibt es auch nicht. Es gibt nur einen generellen Verdacht wegen eben seltsamen Vorkommnissen. Und jetzt ist die Frage, was können wir daraus erfahren? Denn wir haben eben keine genauen Informationen, wir wissen nicht, was man darüber sagen kann. Es kann durchaus sein, dass Rebecca Reusch vielleicht weggelaufen ist und heutzutage noch lebt, aber es ist seltsam, wie sie es geschafft hätte, dass sie bis heute nicht auffiel. Doch dafür könnte es eine Erklärung geben. Denn tatsächlich war der Fall Rebecca Reusch ein extrem medialer Fall. Viele Nachrichtenmagazine, Boulevardblätter fingen sofort an, ihr Bild abzudrucken und mit großen Buchstaben zu schreiben, wo ist Rebecca Reusch? Das Problem war aber, dass das Bild, was sie immer verbreitet hatten, ein Bild war, was sie von ihrem Instagram-Account genutzt hatten. Ein Bild, wo sie starke Filter auf ihrem Gesicht hatten und wo sie eben kaum erkennbar war, ihr natürliches Ich kaum erkennbar war. Die Familie selbst sagte, dass dieses Bild denkbar schlecht war, weil das überhaupt nicht ähnlich ihrer Tochter sah. Das heißt, obwohl viele Leute damals wussten, wer Rebecca Reusch ist, wussten sie nicht, wie sie wirklich aussieht und hielten vielleicht nach einer völlig anderen Person Ausschau, wodurch Rebecca vielleicht weglaufen konnte, wenn dies der Fall ist. Wie gesagt, sicher wissen kann man es nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Variablen, was hier passiert sein kann. Und bis heute sind die Untersuchungen und die Suche nach Rebecca nicht abgeschlossen. Wenn ihr also irgendwo oder irgendwie etwas zu dem ganzen Vorfall wisst, wenn ihr wissen solltet, wo Rebecca sich aufhält, dann meldet das der Polizei. Dieser ganze Fall ist weiterhin aktiv und die Familie von Rebecca wartet einfach weiter, dass irgendwann ihre Tochter wieder da ist und sie wieder in die Arme schließen können. Wenn ihr also was wisst, helft dieser Familie gerne. Ich wollte diesen Fall einmal aufklären, vor allem weil er jetzt eben vor kurzem den 3. Jahrestag hatte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.